So, und jetzt ab ins Herz der Maschine. Wir sind also wieder in der Mitte. Neuen Tagebucheintrag. So, ich bin zurückgekehrt. Ein Racheengel, abermals ein Saboteur. Ich werde einen Weg finden, dieses gewaltige Schlachtvorhaben aufzuhalten. Schwere Zerstörung hat schon einmal bewirkt, dass sich das Herz öffnet und die Maschine so konfus wird, dass sie ihre Schlösser und geheimen Zugänge aufsperrt. Ich muss sie aufs Äußerste schockieren, ihr die in die Augen stechen, ihr glühenden Draht in die Ohren schieben, ihr die Zähne einschlagen und ihr Glas in jede Körperöffnung schieben. Das wird den Atem verschlagen und in diesem Moment werde ich ihr den Hals kriechen, um mir von innen ins Herz zu stechen. Ja, klingt nach einem guten Plan. Hallo! So. Was ist das hier eigentlich? Schild. Der eiserne Band. Ach, hier laufen die. Die Schweine, wollte ich gerade sagen, durch. Aber ich glaube, das waren gar keine Schweine. Auch noch mal was. Ich glaube, hier laufen die Schweine durch. Hier werden sie abgeflammt, dass die ganzen Borsten verbrennen und so weiter. Hinten dran dann verarbeitet. Ich finde die Musik schön. Okay, wo sind wir hier? Ein Schalter. Wo bin ich hier? Hallo? Hallo, Mendes! So. Oh. Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good, the worthy, how will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Okay, also anscheinend unterschieden zwischen den würdigen und den guten, zumindest von Mandus und die Maschine. Die Maschine denkt sich, es gibt keinen Unterschied. So. Hier, Verbindung X. Okay. Ein Zettel. 27. Oktober. Und dann nach oben, ab ins Bett. Ins Bett. Zum Umherwerfen und Wenden aufgeblähter Bäuche, zum Kopulieren und zum Kotzen auf Chaiselange, Himmelbett oder Schminktisch. Schließlich der Zusammenbruch auf die verschlingende Matratze, betrunken und betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Falle aus, Menschenschweinchen, löst die Falle aus. Nur ein gezogener Hebel und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe werden in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlbalken über den Himmel von der Decke fallen, das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für dieses System wird als Nebenprodukt des Vakuum-Ausweitungssystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweineproduktreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. Okay. So. Was sind wir denn hier? Ein Tagebucheintrag. Kühlpumpe. Ich spüre eine Gelegenheit für meinen ersten Schlag. Wenn ich diesen Zahnräder mit einem geeigneten Objekt blockiere, sollte dadurch der Kühlmittelfluss unterbrochen werden, wodurch sich ein Überdruck aufbaut, der die Rohre spaltet und die Kühlmittelbehälter platzen lässt. Kann ich das anfassen? Jo! Oh! Das ging einfach. Und jetzt ist hier die ganze Welt wieder vogelwild. Erstmal zurücksprinten. Okay, hier ist jetzt anscheinend alles irgendwie unter Wasser. Kühlmittel scheint auszulaufen. Die Kackbrühe oder was auch immer. Das ist. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt gehe ich mal da hoch. Hier ist. Was ist hier? Die Zündkerze.
Geht was. Oh. Irgendjemand war da gerade nicht sonderlich begeistert, würde ich mal sagen. Was ist hier? Hallo? Ein Schwein. Oh, habe ich dich gerade getötet? Das ist ja doof. Okay. Kann ich das wieder wegmachen? Ja. Okay, der Strom. Strom ist weg. Kann ich da jetzt... Oh, ja. Vielleicht nicht ganz so euphorisch, wie ich gedacht habe. Was haben wir denn hier? Schweineproduktreihe Zentralbereich. Hier kann ich doch bestimmt wieder ein bisschen Unsinn machen. Oh. Kann ich hier auch was machen? Okay. Kann ich hier auch was machen? Das macht Spaß. Da mache ich doch gleich noch ein bisschen mehr. Kann ich auch hier auch ein bisschen Bumbo machen? Noch einer. Boom, boom, boom. Hier geht doch bestimmt auch noch was. Okay, 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 okay. Okay, ich glaube, ich habe es ganz kaputt gemacht jetzt. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Okay. Wo? Ist hier? Hier ist was. Oh, Zettel. 27. Oktober. Und spare in der Zeit, so hast du sie in der Not. Denn hier werden das Geschlabber und die Innereien durchsiebt und sortiert und gelangen durch mehr Kanäle und Hilfsmittel in die Welt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Das Produkt durchquert diesen Abschnitt der Maschine und wird durch die Klinge getrieben, was es für die Metzgerei in zwei Hälften schneidet. In der Zwischenzeit lagern wir es in unseren Kühlräumen unter dem Haus und die bei der Kühlung natürlich entstehende Hitze wird in die Rohre und Risse dieser Zimmer gespeist. Das, mein Freund, ist der Grund dafür, weshalb wir hier in einer eiskalten Winternacht bloß in Hemden und Westen sitzen, ohne dass ein Feuer brennt, über unsere großartige Unternehmung diskutieren können. Die Wärme in unseren Bäuchen und Zehen kann man direkt den Bäuchen und Zehen zuschreiben, die jetzt in diesem Moment unter unseren Füßen durch Dampf, Feuer und Klingen gehen. Okay, wenigstens sind wir effizient, was die Energiegewinnung angeht. Das ist doch auch schon mal was. Und jetzt... The Trippery. Die Kuttlerei. Okay, also den Zettel, den wir eben gefunden haben, ist wohl die Beschreibung für diesen eisernen Butler, der eben... Da ruft doch jemand. Da sind... Schweinekinder. Hallo. Ja, gehen wir weiter. Hier ist auch wieder so eine Mordsauerei. Das haut. Help me, ja, ja. Wir haben jetzt keine Zeit, dir zu helfen. So. Okay, und abwärts. In die dunklen Gassen. Oh Mann. Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Bin ich hier schon wieder? Oh Mann. So viel. Ja, das ist wohl die Mutter aller dünnen Gänge. Ich lese erstmal das Tagebuch. Der Weg zur Kuttlerei. Jetzt ist sie schwer verwundet, dessen bin ich mir sicher. Sie spottet nicht mehr. Ich fühle unter mir wie ein verletztes Tier zittern, das sich flach auf den Boden presst. Ich spüre, dass sie Angst vor mir hat und ich hasse sie umso mehr, wie ich mich selbst hasse, sie entfesselt zu haben. Das Blut pocht in meinem Kopf, meine Zähne vibrieren, das brennende Fieber lässt mich würgen. Ich bin ein Todesengel, der zum Ersticken des Erstgeborenen für den Tod der zwei hinabsteigt, die nach ihm kamen. Yes. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat.
the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Da hinten steht jemand. Ich gehe erstmal da lang. Aber ich... Da geht nichts. Oh, guck mal hier, ein Schwein. Oder wird gespeist. Hallo. Ich werde ignoriert. Na gut. Gehen wir zurück, gehen wir den anderen Gang entlang, wo uns gewisse Gestalten wieder mal entgegenkommen werden. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Ja, okay, der Professor ist jetzt also auch Geschichte. Das ist nochmal das Bild aus der Kirche, das wir vor ein paar Folgen sehen konnten. Ja, das Schwein, das von der Maschine, die wir hier sehen, und auf der anderen Seite quasi zum Schweinemenschen gemacht wird. Von denen wir jetzt auch einige kennenlernen dürfen. So, da hinten sind zwei Figuren. Ja, so, da sprinte ich jetzt einfach mal drauf zu. Oh, die Kinder. Hallo, Kinder. Ja, und wieder mal haben sie ihr Herz rausgerissen. Muss auch gemacht werden. Muss auch gemacht werden. Wenn es ihr nicht macht, wer sonst? Okay. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ich habe genug von der Kanalisation, aber jetzt... habe ich anscheinend auch eine Blutkanalisation vor mir. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Wo zur Hölle bin ich? Wo zur fucking Hölle bin ich? Ich glaube, ich bin in genau dieser. Oh Mann. Was zur Hölle ist das schon wieder? Kadaver, ein Aufzug, der nicht sonderlich vertrauenserweckend aussieht. Ist aber auch nirgends was anderes. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na gut, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Hinab in die Tiefen. Oder hinauf? Wo geht's hin? Es geht hin. Ja, na dann mal los. Schleier hebt sich, die Braut wartet. Der Mensch ist das Schwein und das Schwein wird von der Maschine gefressen. Der Mensch wird von der Maschine gefressen. Und so wird es immer sein. Beides wird von der Maschine gefressen. Hear me, Mandus. My gears are adjust. My steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg. Atom, my soul, and there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Also die Maschine ist genauso durchgeknallt, wie ich mal war, oder bin jetzt bloß zur Überzeugung gekommen bin, dass es besser ist. Da steht nichts mehr drauf, okay.
Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in Tunnel, die noch kein Mensch zuvor betreten hat, dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinen Ärmeln bildet sich Frost, die tödliche Stille und eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Ja, das gleiche Gefühl habe ich auch. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Kuttlerei, Vormalung. Es scheinen irgendwelche Dampfkontroll- oder Druckkontrollmodule zu sein. Abkochschläuche. Naja. Machen wir mal auf hier. Okay, was haben wir denn? Why did you take my children? Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide, and everything is lost. Okay, aber wo zur Hölle sind wir hier? Wo zur Hölle sind wir hier? Kommt jetzt gleich wieder irgendwann. Was war das? Was kommt hier doch gleich? Irgendjemand ist auch nicht sonderlich begeistert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe gar kein gutes Gefühl hier unten. Überhaupt. Oh Gott. Eine Schweinerei. Schwein, Blitze. Oh Mann, was geht hier denn wieder ab? Da hinten eine Tür. Oh Scheiße. Der Wahnsinn nimmt echt Überhand langsam. Ich meine, eine Kanalisation aus Blut. Was war dieses riesige Feld aus Blut? Was rennt jetzt hier wieder für ein komisches Blitzding rum? Orgonverteilertanks. Scheiß Kinder. Zum Glück seid ihr tot. Dumme Kinder. So, was haben wir hier? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass... Ich habe kein gutes Gefühl. Nö. Yeah. Verteiltanks, Wartungszugang. Will ich da rein? Will ich da rein? Ich guck mal. Was? Das? Verdammtes Phasenschwein? Au, lass mich in Ruhe! Alter, was... Alter, was war das? Und was habe ich gemacht? Ich habe Schalter gedrückt. Schwein getötet. Oder zumindest verjagt. Alter. Das hat mich jetzt aber schon böse erwischt. Was geht hier ab? Kann ich nicht rein? Gehe ich halt da rein. Ach komm, bitte nicht nochmal. Troll. Elektrogravitische Ausblendung. Südturm. Zum Glück ist nicht der Nordturm. Oh Mann. Nächstes Level. Bis gleich. Mendes steigt zu den Geistern hinab. Blut, Mendes. Du und ich. Wir sind in Blut getränkt.
Du trägst mich wie eine Maske und wir werden die Zukunft aus dem Brustkorb der Gegenwart losreißen. Wir werden sie retten. Wir werden sie alle retten. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so retten ist, was ich hier mache, oder ob ich nicht einfach nur mein eigenes Gewissen beruhigen will. Ich weiß nicht, ich finde es schon sehr seltsam, was hier abgeht. So. Oh, neue Türen. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Oh, my children. My children. What have I done? What have I become? I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Teddy! Teddy, mein Freund! Tschüss! Winke, winke! Noch ein Zettel. 28. Dezember. Erinnerung, sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter. Kleine Schweinchen, wie sie da schreien in ihren Windeln nagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, den ich niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was war dies das Ei meiner Seele, der Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen, mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diesen Verrückten abermals in mein Herz zu lassen und ihm zu vergeben, wie mir selbst. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Was für ein riesiges Gebilde. Was, das ist ja Wahnsinn. Was geht hier ab? Das kann da nicht gebaut sein. Das muss doch irgendwie... Neuen Tagebucheintrag habe ich auch. Rennen kann ich auch nicht mehr. Mendes ist allein. In meinen Zielen suche ich nach Anweisungen, nach Hilfe, nach Rat, aber im Gegensatz verhöhnt mich das System. Einfallspindel, sagt es jetzt. Jetzt musst du deine eigenen Antworten finden. Okay, Mendes, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mendes. But I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Ja, da hat er ja irgendwie recht. Das 20. Jahrhundert wartet noch mit viel, viel mehr Blutvergießen. Und zwar... Da haben wir auch Schweine mit zu tun. Da hinten ist schon wieder eins. Was? Wo bin ich jetzt? Das hört sich aber... Da ist schon wieder... Das Phasenschwein. Jetzt hin? Hallo? Kann ich auch die blöde Lampe mal aufhören? Ja, was hätte ich jetzt tun sollen? Ach Mann, ey, Phasenschweine. Ich hasse die Dinger. Das ist das zweite, dem ich begegne. Egal, leck mich. Ich mach dich jetzt alle Phasenschweine. Ich sprinte da einfach durch. Oh.
Tür zu. Sieht aus, gefasst, Schwein. Schwein. Alter. Können wir aufhören zu teleportieren? Okay. Hallo? Wessen Herz ist das? Ja. Also, der letzte Tagebucheintrag sagt mir schon, ich bin jetzt auf mich allein gestellt. Ich muss das quasi jetzt alleine rausfinden, was ich hier machen muss. Hier rein? Nein, natürlich nicht. Hier was machen? Nein. Nein. Was mich da jetzt wieder erwartet. Bestimmt wieder irgendwie Schweinereien. Okay. Was ist das? Ich kann es anfassen. Was macht das jetzt? Ein blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Okay. Hier ist auch nichts. Siehst du? Nochmal so ein Ding. Okay, gibt es wahrscheinlich mehrere davon. Nochmal antatschen. Da steht da was. Elektro. Achso, das ist der Südturm. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch noch zum Nordturm. Jetzt machen wir erstmal alle an. Und jetzt ist da unten Energie. Madness? Okay. Ab hinunter. Jetzt bringen wir es zu Ende. Egal was ich jetzt mache, ich bringe es jetzt zu Ende. Weiß noch nicht wie, aber ich bringe es zu Ende. So, Maschine. Jetzt geht's los. Oh fuck! Enoch, Edwin waren die zwei Kinder, die sich das Herz aus der Brust gerissen haben, jetzt schon mehrere Male. Aber wer war Oswald? War Oswald das Phasenschwein? Der Professor? Weiß es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals erwähnt wurde. Children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled.
Westworld. Das ist jetzt quasi eine Erinnerung, wo ich nochmal alles, was ich jetzt in der Reise hierher durchgespielt habe, nochmal sehe mit meinen Kindern. Was geht hier ab? Das ist wohl die Maschine. Und da waren die Kinder. Please, Mandus, no. For your children. Das sind die Kinder aufgespießt. Mal bringen wir es zu Ende. Los geht's. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born.
Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Wir haben letzten Endes die Maschine, die wir selbst geschaffen haben, der wir Leben, ja, verliehen haben, doch wieder ausgeschaltet oder zerstört. Ich frage mich nur, wessen Herz war das am Anfang, dass da auf dieser Maschine aufgespießt war? Also da in diesem Südturm. War das das Herz von Oswald? Wer war Oswald? Die Kinder waren ja beide in diesem riesigen Tempel, der unter der Fabrik errichtet war oder wurde, aufgespießt, und die ganze Zeit waren das ja nur Illusionen. War ja offensichtlich, aber... Also das war schon harter Tobak zum Schluss. Edwin und Enoch Mendes entwarfen und gestaltete Andrew Lisbeth. Oswald Mendes. Ich war Oswald. Oswald und ich. War das die Maschine, die uns in diesem Ladescreen quasi was vorgelesen hat? Oder ein Zitat von der Maschine. Ich war also Oswald Mendes. Okay, wusste ich vielleicht nicht. Ja. Vielleicht doch ein bisschen doof von mir. Ja, letzten Endes muss ich sagen, am Anfang war das Ganze noch ein bisschen langatmig und ich war schon ein klein wenig enttäuscht, dass die Story so wenig Fahrt aufnimmt, aber zum Schluss hin ging es jetzt richtig ab, muss ich sagen. Also hauptsächlich durch natürlich diesen Wahnsinn von Oswald Mendes und seinem vergangenen Ich, seinen Plänen und seinen Vorstellungen von der Welt. Und am Schluss die Bildgewaltigkeit dann auch mit diesen riesigen Maschinen und diesem Tempel und alles. Und ja, war schon gut, muss ich sagen. Der Horror in dem Spiel ist ein bisschen flöten gegangen, muss ich sagen. Es war dann zum Schluss mehr shocking. In Form von Story und von Bildern. Die eigentlichen Gruselmomente vom Anfang des Spiels mit der Tür, die zugeschlagen worden ist, das habe ich eigentlich mehr erwartet, auch im späteren Verlauf des Spiels. Aber es wurde dann, sobald man quasi wusste, wer der Gegner sind, diese Schweine, war der Horror eigentlich verloren. Es wurde mehr zu einem Abstraktum des menschlichen Wahnsinns. Und hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Es war dann auch ein bisschen angenehmer für mich. Ich muss mir nicht permanent die Hosen machen, sondern konnte mich quasi tatsächlich auf das Gesehene konzentrieren. War soweit echt schön. Ja, so, das Ende. Kommt noch was? Der Ladescreen. Und der Titelscreen. Ja, das war's, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann.